Hallo Freunde, wir haben heute mal kleine Laternen als Häuserkreis oder Kranz gebastelt. Wir zeigen euch, wie es geht. Bleibt dran, viel Spaß. Da verändert sich ja die Farbe. Das ist eine coole Idee, ja, da ist so ein Farbwechsler drin. Ich möchte heute mal diese tollen Lichthäuser bauen. Die habe ich bei Stempelmühle mal gefunden. Die sind von Tommy Art aus Italien. Die sind zwar schon ein paar Jahre auf dem Markt, die haben aber eigentlich noch gar nicht so viel im Angebot. Ich hatte da jetzt mal ein bisschen gestöbert, selbst bei denen da auf der Seite. Aber diese Häuschen hier, die sind cool und vor allem die Aufbewahrung ist auch cool. Ihr habt die gleich auf so einer Magnetplatte drauf. Hinten dann eben die Beschreibung. Ja, jetzt steht da drinnen auch, innen drin ist eine Anleitung per Internet, aber das ist ein Ei irgendwie, das stimmt nicht. Da habe ich gesucht, also ich habe jedenfalls nichts gefunden, die haben bloß 5 Videos bisher gemacht. Und jedenfalls hat man das gleich auf dieser Magnetplatte drauf, das ist cool. Und man kann die gleich in solche Hülle reinmachen. Die hatte ich mir ja selber gebaut mal. Und jetzt hat man das gleich alles so zum Aufbewahren. Finde ich eine coole Idee, eine coole Lösung, dass man sowas gleich alles machen kann. So, muss erstmal die richtige Kameraeinstellung finden. Ist ja nicht so einfach, alleine zu filmen und zu machen. Mein Mann geht es nämlich wieder heute mal nicht so gut. Und er kommt auch ja nicht mehr die Treppen hoch. Aber ist egal, werde ich alleine hinkriegen. Also ich stanze mir jetzt erstmal alles aus. Ihr habt jetzt hier, damit kann man Laternchen basteln. Das sieht man ja hier vorne drauf, diese Lichthäuser praktisch. Man kann damit aber auch ganze Straßenzüge basteln. Mal sehen, was ich jetzt heute alles so schaffe. Und wir machen erstmal die Laternen. Dafür brauche ich jetzt erstmal diese Teile hier. Und dann kann man sich mit den beiden noch so Aufleger machen. Finde ich eigentlich ganz cool. Für die Laterne muss man sich natürlich erstmal was einfallen lassen. Da müssen erstmal die Häuser so ausgestanzt werden, dass man diese Teile damit drin hat. Also weil man ja die Fenster braucht. Ja, muss man erstmal gucken. Es gibt wieder keine Anleitung dazu. Also muss ich mir das so mit ausstanzen, um die Fenster mit drin zu haben. Muss man so erstmal aufkleben und dann erstmal zweimal ausstanzen. Und dann hat man eine Laterne fertig. Und ihr seht gerade wieder, ja, ich mache das wieder in lila. Soll ja eine Laterne für uns werden. Kann man sich im Garten stellen, wenn man eine Party macht, oder kann man sich auf den Tisch stellen, abends mal so. Jetzt muss man das bloß alle ein bisschen mittig hinschieben. So, und dann natürlich erstmal ausstanzen. So sieht dann jetzt erstmal ein Teil aus. Ich mache mir davon jetzt noch ein zweites und vielleicht mache ich auch noch ein paar mehr in anderen Farben. Mal gucken, kann ja schön aussehen alles. Schaut mal, jetzt habe ich beide Teile fertig und jetzt kann man sich da noch die ganzen Zusätze ausstanzen, die hier alle noch mit bei sind. Wir haben ja hier natürlich noch Fensterrahmen und so was alles mit dabei. Wir haben hier noch kleine Laternchen, die man sich ausstanzen kann. Jetzt muss man sich erstmal die passenden Fensterrahmen suchen. Man kann auch diese Fenster hier einfach irgendwo ausstanzen. Das ist jetzt hier kein Rahmen, glaube ich. Das sind jetzt nur die Innenteile. Jetzt muss ich mal gucken, wie das weitergeht. Ich glaube, diese hier wären Rahmen dafür. Ist doof, wenn keine Beschreibung dabei ist. Aber jetzt muss man sich natürlich immer diese ganzen Fensterdinger wieder alle einzeln ausstanzen. Macht man die jetzt in weiß? Macht man die jetzt in grau? Das muss ich mir erstmal für eine Farbe entscheiden. Und vor allem muss ich jetzt hier auch irgendwie eine Tür rein, weil die Tür, da haben sie erstmal nur die Löcher gelassen. Und das hier wäre jetzt die Tür, die stanze ich jetzt einfach hier nochmal rein. Muss man nochmal durchschieben. Ja, das ist alles ein bisschen aufwendig. Gut, die Tür ist dann jetzt ganz ausgestanzt. Da muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Vielleicht lasse ich die so offen irgendwie, dass man das so offen irgendwie ranklebt mit einem kleinen Stück Papier. Aber irgendwie muss ja da die Tür rein und eine andere Tür habe ich jetzt nicht gefunden. Wäre jetzt natürlich schade. So, jetzt habe ich das erste ausgestanzt. Und dann muss man sich jetzt die ganzen kleinen Fensterchen hier, die muss man ja wieder einzeln ausstanzen. Die kleinen Dinger, also was ich hier jetzt ausstanze, die hebe ich mir auf. Falls man mal so einen Straßenzug basteln möchte, dann hat man gleich die Innenseiten gleich mit ausgestanzt. So, die Dinger werden dann jetzt hier dann immer drauf geklebt. Dann hat man diese Fensterrahmen da mit drin. Brauche ich jetzt natürlich auch eine ganze Menge. Und man kann sich bei den Häusern entscheiden, möchte man jetzt nur diese Fenster haben, dann müsste man das
viermal ausstanzen, weil man ja bloß einen Teil davon hat. Oder macht man eine Seite so. Ich werde es mal abwechselnd vielleicht mal ausprobieren. Mal gucken. Jetzt muss ich erstmal Fenster ausstanzen. So kann man das natürlich auch machen. Ich habe jetzt hier mal weiß ausgestanzt. Jetzt muss ich natürlich hier die andere Seite dann auch wieder machen. Dann lege ich mir das hier einfach nochmal auf. Und mache jetzt hier nochmal die Fenster rein. So, und hier gleich nochmal Fensterrahmen für die anderen, die ich da gemacht hatte. Kann ich hier gleich noch mit, gleich mit hinsetzen, ist immer gut, denkt man immer. Muss ja irgendwie passen. Passt doch irgendwie, wenn man es hinkriegen will, kriegt man es auch irgendwie hin. Muss man halt nur ausprobieren, dass man dann die Flächen immer ausnutzt. Hier müssen noch die Teile raus, die hier drin sind. So. So, schön festkleben, damit es nicht verrutschen kann. Gleichzeitig ausstanzen. So, hier wird raus. Da muss man auch immer aufpassen, dass das nicht verrutschen kann. So, nochmal ausstanzen. So, schaut mal. Und dann habe ich jetzt hier so ein Haus mit zwei gleichen Seiten praktisch. Bei dem anderen waren ja jetzt andere Fenster. Also das kann man sich aussuchen, wie man gerne möchte. Da muss man halt an einer Seite oder an zwei jetzt. Ich werde bis an einer Seite eine Tür machen, dass es so aussieht, als ob da eine Tür ist. Das ist jetzt hier dickerer Karton, da ist es ein bisschen schwerer rausgegangen. Aber es ist trotzdem alles durchgestanzt, also man muss bloß ein bisschen nachhelfen jetzt hier. So, bei den Weißen hier habe ich dann jetzt dreimal mit dieser Stanzschablone gearbeitet, die dabei ist. Und einmal, die hier habe ich dann einzeln ausgestanzt. Auch dieses Teil habe ich da reingesetzt. Und dann kann man die nämlich zusammenkleben, schon mal als Reihe, damit man die nicht mehr verbasselt. Und dann müssen die ganzen Fensterrahmen und so weiter eingesetzt werden. Das mache ich jetzt vielleicht alles mit einer kleinen Stanzschablone, damit ich nicht immer die große hier nehmen muss. Also mit einer großen, kleinen Stanzmaschine. Dann kann man das schneller mal durchrollern, denke ich mal. So, ich habe jetzt hier, habe ich ja meine Lilan. Und dafür habe ich dann die verschiedenen Fensterrahmen mir hier schon mal ausgestanzt. Die kann ich dann hier schon mal aufkleben. Schaut mal, es wird doch langsam schon schön mit den weißen Fensterrahmen ringsrum. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ich muss ja noch ein paar von diesen Fenstern ausstanzen und dann natürlich auch für mein weißes Haus noch mit. Also das wird noch ein Weilchen dauern jetzt. Und vor allem auch hier oben diese Teile nicht vergessen. Dafür gibt es ja auch Fensterrahmen. Die muss ich jetzt hier auch noch mit ausstanzen. Schaut mal, für die Tür habe ich mir hier so eine kleine Schnipsel, das ist beim Ausstanzen übergeblieben, so eine kleine Teile ausgeschnitten oder fertig gemacht. Und dann wird die Tür eben so hier dran geklebt. Dann kann man so ein bisschen aufstehen lassen. Kann man da reingucken, man kann es aber auch zumachen. Das ist eigentlich ganz einfach. Jetzt habe ich hier bloß noch die letzten Teile anzukleben und dann wäre dieses hier schon fertig. Gut, das dauert eine Weile, das alles auszustanzen, weil man ja von jedem immer bloß ein Fenster hat. Also du musst alle Fenster dann eins, also die Rahmen einzeln ausstanzen. Das ist halt immer wieder das, was am meisten Zeit braucht. Aber es sieht halt auch cool aus, ja. So, jetzt hatte ich mir diese hier noch fertig gemacht und noch die runden. Jetzt klebe ich das auf und das gleiche mache ich dann jetzt mit den weißen Häusern auch. Da habe ich mir jetzt auch die ganzen Fenster und Türen und alles ausgestanzt und dann muss das halt alles bloß noch zusammengeklebt werden. Wenn man dabei ein bisschen Musik hört oder fernsieht, geht das ja alles ganz schnell. So, dann müssen wir das Ganze nur noch an den Falznähten falzen und dann zusammenkleben und dann hat man so ein tolles kleines Lichthaus aus Papier. Gegossen hatte ich mir sowas schon. Aber aus Papier geht es natürlich auch cool zu machen, wer jetzt nicht noch anfangen möchte mit Gießen. Braucht ja auch alles Material und Platz und Zeit und was weiß ich. Wer jetzt hier schon mit Papier bastelt, da ist sowas natürlich richtig cool. Dann hat man so ein Lichthaus
sich ausgestanzt. Ist mir jetzt irgendwo was abgefallen. Ja. So ein Lichthaus fertig gemacht. Aus Papier. Das kann man ja jetzt in jeder Farbe machen, wie man es braucht. Und jetzt sucht man sich dafür noch einen Platz, wo es hin soll dann. So, ihr Lieben, und dann kann man die auf einen Teller, auf eine Dekoschale oder was auch immer stellen. Man kann Licht reinmachen, nur eben keine richtige Kerze würde ich da reinmachen, weil es halt Papier ist. Die sehen beide ganz toll aus, ob nur weiß und lila oder lila und weiß. Beide schön. Kann man sich ja nicht entscheiden. Man kann die dann jetzt in der Farbe gestalten, wie man sie haben möchte. Und wenn man die eben offen lässt, kann man sie aneinander reihen als lange Straßenfront. Die kann man, da kann man jedes Haus dann eben in einer verschiedenen Farbe machen, dass das cool aussieht. So für Weihnachten schon mal vorgedacht. Man kann hier oben ein bisschen Schnee ran machen, dann sieht das aus wie eben weihnachtlich. Man kann hier Girlanden noch mit ransetzen, Blümchen mit hinstellen. Ist jetzt in dem Set nicht mehr bei, deswegen habe ich es jetzt nicht genommen. Aber ihr könnt da Blumen hochrankeln lassen oder in die Fenster setzen oder was auch immer. Da gibt es so viel noch zu machen oder da geht noch so viel, was man machen kann. Probiert es also ruhig mal aus. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und coolsten Sachen, die wir finden oder machen. Ja. Wunderschöne Häuschen. Kann man auch als Karten und sonst was benutzen. Also auf Karten draufkleben und sowas. Mhm.